Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin mega gestresst, weil ich habe hier nur Probleme heute technisch gesehen. Der Stream hoffentlich läuft flüssig, da hier gerade alles im roten Bereich blinkt. Und ja, ich hoffe einfach, bei euch ist alles super. Mittlerweile ist es zumindest mal gelb geworden. Gleich zu Anfang mache ich hier die Ankündigung, obwohl es eigentlich gar nicht so... ja, servus, Zipfelklatsche. Zipfelklatsche. Hi, Bayern Betze. Ja, Bayern Betze, wie geht's dir? Hast du schon das neue Video gesehen? Hello, how do you do? Hi, Omniscient. Also, neues Video ist am Start. Ihr könnt gerne, bis die Leute so langsam eintrudeln, könnt ihr schon mal aufs YouTube-Video gehen, mal ein Like da lassen. Ja, ihr abonniert hoffentlich schon alle den Kanal, die schon da sind. Ich klall auch gerne nochmal den Link in den Chat. Okay. Das neue Video liken, einen Kommentar da lassen und wer es noch nicht tut, einmal den Kanal auch abonnieren. Ob es jetzt die Bauern geschafft haben oder einfach der BVB nicht geschafft hat, das kann man sich jetzt auch aussuchen. Ne? Also für mich tendenziell, der BVB hat es nicht geschafft. Mainz hat ja mit, also die haben es auch gut gemacht, in Anführungsstrichen. Die haben mit 11 Mann verteidigt, waren aber trotzdem im Spiel. Das darf man jetzt auch so nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur gemauert haben. Die waren alle, wenn es in die Defensive ging, also wirklich alle hinten drin. Das war wahnsinnig, das zu beobachten, wie da plötzlich zwei Fünferketten vor dem Torwart standen. Und Dortmund, ich weiß nicht, was mit denen los war. Also, wie man erst in den letzten, sagen wir mal gut und höflich gesagt, 20 Minuten anfangen kann, richtig Fußball zu spielen. Ne? Also, das war ja Katastrophe. Hi, Wolfsblut Rot-Weiß, wie geht es dir? Auch wenn ich das wieder zensieren muss, aber ich muss es halt einfach sagen, auf gut Deutsch, und ja, Köln hat alles gegeben. Das zum Thema Bayern Meister und Dortmund. Ja, es war einfach wenig. Es war einfach viel zu wenig. Bayern hat natürlich mal wieder Glück gehabt. Musiala. War ja klar, dass es so kommt. Aber Köln hat da wirklich alles gegeben. Man muss auch sagen, Mainz hat alles gegeben, dass Dortmund nicht Meister wird. Beide Gegner haben da alles reingehauen. Dortmund hat viel zu wenig gemacht. Bayern kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, Mainz hat mehr dafür getan, dass Bayern Meister wird als Bayern selbst. So schätze ich die Situation einfach mal ein. Also was, wie Mainz das gemacht hat, war einfach nur krank. Es war einfach nur krank. Das siehst du dann in der Defensivbewegung, ein Torwart und zwei Fünferketten vorne dran. Es ist Wahnsinn, wie die das gemacht haben. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Und natürlich, wie gesagt, wie dumm sich Dortmund angestellt hat, kommt auch mit dazu. So, ich sehe gerade, Bitrate ist wieder im grünen Bereich. Was laberst du? Ich muss dir jetzt echt gestehen, durch den ganzen Stress, den ich gestern noch hatte, bis jetzt habe ich mich damit null auseinandergesetzt. Das heißt, wir können jetzt zusammen da mal drauf gucken. Heidenheim oder HSV, direkter Aufstiegskandidat. Ich hoffe jetzt, weil Heidenheim ist für mich kein Bundesligist. Dann gönne ich es doch lieber. Es tut mir leid, Gunshooter, dass ich das so sagen muss. Aber anhand der Konstellation hätte ich dann doch lieber den HSV als direkten Aufsteiger. Steinigt mich, mir ist gerade scheißegal. Aber ich hätte dann lieber den HSV als direkten Aufsteiger und Heidenheim verkackt es dann noch in der Relegation. Weil ich meine zu wissen, der VfB kommt in die Relegation. Ne? Habe ich das noch richtig auf dem Schirm? Ja. So, und das heißt für mich, ich möchte dann doch lieber, dass der VfB in der ersten Liga bleibt, anstatt dass Heidenheim in die erste Liga aufsteigt. Also das wäre mir dann doch viel lieber. Auch wenn ich sage, Relegation ist für mich totaler Schwachsinn. So, dann schauen wir mal in die dritte Liga. Da haben wir ja Elversberg, Osnabrück, Wien, Wiesbaden. Die sind alle durch, oder was? Sind die schon fertig? Durch die Tordifferenz wird jetzt Osnabrück direkt aufsteigen und Wien Wiesbaden hat jetzt noch die Möglichkeit, in der Relegation in die dritte Liga aufzusteigen. Jetzt gehen wir wieder zurück zur zweiten Liga. Da haben wir dann momentan noch Arminia Bielefeld. Was denkt ihr? Bleibt es so? Machen die noch den Sprung? Ist noch was drin? Bekommt Elversberg das mit den Auflagen für die zweite Liga hin? Wenn das eine Frage ist an mich, kann ich dir nicht beantworten. Da Elversberg ja schon sehr, sehr früh nach oben geschossen ist, gehe ich mal davon aus,
aus, da schon früh angefangen haben, an den Auflagen zu arbeiten. Majestic, hi, wie geht's? Wie geht's denn euch allen so? Habt ihr das KSC-Spiel verdaut mittlerweile? Einmal, bevor wir jetzt gleich anfangen mit Ausstellung und so weiter, einmal den Like-Button klicken, einen kurzen Kommentar hinterlassen, Teufels-Emojis, Herzen, whatever. Und wenn ihr es noch nicht tut, einmal bitte den Kanal abonnieren und die Glocke natürlich gerne drücken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir haben eine Aufstellung. Lute, Tomjak, Zimmer, Clement, Redondo, Boyd, wundert mich, war nämlich noch mit einem dicken, fetten Fragezeichen. Nihus, Hanslik, Bünning war für mich persönlich der beste Spieler auf dem Platz. Fand ich richtig gut, was er gemacht hat. Dann haben wir Opoku und The Durm. Hi Falli, einen wunderschönen guten Tag an dich und deine Frau. Ja, schön ist, dass der Ritter wieder da ist. Schad und Zuck auf der Bank. Herrscher, der hat mich ein bisschen enttäuscht, als er reingekommen ist. Lobinger fand ich stark. Depreville, Zolinski, Stafridis. Und Dennis hat gesagt, wir spielen mit einer Doppelspitze. Jetzt frage ich mich, wird es mit Hanslik und Boyd sein? Wird es mit Redondo und Boyd sein? Könnte auch mit Opoku und Boyd sein? Er sagt, er weiß es, dass es eine Doppelspitze ist. Deshalb frage ich jetzt mal Dennis, wer ist es denn? Also Boyd wird es auf jeden Fall sein. Redondo und Boyd. Okay. Okay. Da lacht er nur. Ich bin gespannt. Machen wir heute gar nicht so lang rum. Okay, let's go. Ich hoffe, meinen Tipp habt ihr schon gesehen. Ich mache jetzt erstmal Dennis, dass ich den nicht verpeile wegen seinem Namen. Er sagt 3-1. Bayern Betze sagt auch 3-1. Falli, 2-1. Sorry, Falli. Ja, am 28.07. geht es ja dann wieder weiter mit Fußball. Für uns Fans halt geil, ne? Dass es da schon wieder weitergeht. So, also ich habe jetzt 4 Tipps. Da stimmt was nicht. Da geht noch ein bisschen was. Easy, hallo. Nach langem Emoldebizi... Oh, Deutsch. Das ist diese Deutsche, nicht dieses Schweizer Deutsch. Verstehe ich nicht. Meine Nase juckt. Es war nie ein gutes Zeichen, wenn im Stream meine Nase juckt. Und The Wozniak sagt 2-2. Er möchte Platz 1 verteidigen. Easy möchte auch nochmal ganz wilde Sachen machen. Wer fehlt noch? Ich glaube, seitdem ich hier FCK-Stream mache, ist Wozniak dabei. Einmal Applaus in den Chat. Dankeschön. Das freut mich wirklich, dass es nicht irgendjemand ist, der jetzt wirklich erst seit... der erst seit diesem Jahr mitgemacht hat. Nee, das muss man wirklich sagen. Wozniak, du bist seit fast 3 Jahren, seitdem ich diesen Stream, dieses Format Betze Live Wine mache, bist du dabei und bist eigentlich auch immer, außer es kommt wirklich was ganz, ganz freaky dazwischen, bist du auch immer im Betze Live Wine Stream am Start. Also selbst wenn du bei der Arbeit bist du dabei. Das ist Wahnsinn. Was ich Stress mit meinem Chef deswegen hatte. Es hat sich gelohnt. Gunshooter, hi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zum letzten Spiel. Gebt mir eure Tipps. Geile Shows. Geile Zuschauer. Ohne euch wäre das hier nicht so. Egal. Was, Bruder? Ohne euch wäre das hier niemals so geil. Seht, ich habe leicht Pipi in den Augen. So, Wolfsblut Rot-Weiß und Gunshooter tippen 2-1 jeweils. Mega geil, freut mich für dich. Ich freue mich für uns, weil dadurch habe ich ja noch mehr Möglichkeiten, ne? Weil das kommt ja dann euch zugute. Also wenn ihr irgendjemand habt, ja, wo ihr im Stream andauernd erwähnt werden möchte mit Logo im Bild und so weiter und so fort. Es geht hier nicht um Tausende von Euro. Ja? Und wenn es 100, 200 Euro sind, da kann ich schon viel machen. Majestic sagt 1-1. Tippen. 3-0. Genau in dem Moment. Tipps sind zu. So, Boyd, komm, ja, bleib dran. Er hat den Ball. Ja, lässt sich nicht... haben wir den? Ja, da ist Nihus. So, Clement verlagert auf die andere Seite zu Zimmer. Schlechter Ball. Da ist Opoku entweder weggelaufen. Ich habe es nicht genau sehen können, weil die Kamera war...
Aber ich glaube, der Ball war auch nicht gut von Zimmer. Hätten wir jetzt schon mal die erste Standardsituation. Clemens steht bereit mit dem linken Fuß. Schär gegen die Laufrichtung, der Ball. Sehr langer Ball. Zurück. Und im Zentrum hat sich natürlich keiner postiert. Aber gut, wieder zurückgeholt den Ball. Opoku hat ihn jetzt. Bringt dann scharf rein. Ja, Eckball. Opoku direkt. Opoku hat sich die Braids machen lassen. Was, Bruder? Ah, haben wir noch den Ball? Schön durchgesteckt für Opoku. Komm. Oh, schade. Da wollte Redondo den Bolt machen mit der Hacke. Schlechte Ecke. Leider schlechte Ecke von Opoku. Schlechter Ball auf Opoku. Aber wir kriegen trotzdem noch den Einwurf. Warum wirfst du nach hinten? Werfst du nach vorne? Ist doch kein Absatz beim Einwurf. So, jetzt über die Außen. Zieht er ins Zentrum, Clement. Schöner Chipper. Schade, kommt leider nicht an beim Durm. Aber war ein guter Ball. Ah, kommt mit der Fußspitze, aber Boy. Oh ja, guter Fehler. Gut, nicht abziehen, nein. Ach, du hast doch noch Platz. Nimm doch Opoku oder Boyd mit. Da kommt es jetzt drauf an. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist Düsseldorf dran. Schön abgeblockt den Ball. Safe, Digga, safe. So, jetzt muss zum Beispiel Nihus ins Zentrum gehen, weil die Außen zumindest mal nur einer da ist. Die rücken auch gestaffelt schön raus. Das gefällt mir. Das passt. Ja, stark. Gut gestört. Jetzt müssen sie wieder von vorne anfangen mit dem Spielaufbau. Schöne Kretsche von Boyd. Ja, und nochmal. Geil. Komm, Hanslik. Mach ein paar Meter. Und wenn du bis zur Fahne laufen musst. Egal. Ja, schade. Haben wir noch. Clement holt sich den Ball. Ist noch nicht im Aus. Nein. Andere Seite. Binnen gut. Ja, weiter, Tomjak. Nicht lang am Fuß. Nein. Ja, genau. Ah, schlechte Flanke. Aber wir haben Einwurf. Wenig Bewegung. Schöner Einwurf. Dahin muss er, ja. So, Hanslik, was macht der? Kann der überhaupt noch was machen? Zugestellt. Eckball. Beste gemacht, was man noch draus machen kann. So, Eckball. Clement. Zum Torwart jetzt. Mal andere Seite. Ja, Boyd! Ah! So, wieder eine scharfe Flanke auf Boyd, aber die kommt nicht an. Aber er ist noch... Oh, schade. Ich glaube, Nihus war das, wo der nochmal reingeköpft hat. So, jetzt kommt Düsseldorf. Kommen wir auch wieder alle hinter den Ball. Boyd ist auch bis zur Mittellinie nach hinten gerückt. So, jetzt kommen sie über die Außen. Da ist ein bisschen Platz. Und der macht dann halt eine Flanke zum Parkplatz. Auf die Außen, ja. Hanslik ist da. Flanke kommt aber nicht durch, auch kein Eckball. So, wir sind aber noch da, aber wir machen Druck. Boah, da wieder ein Verarschen. Hat er noch? Kriegt er noch? Nein. So, jetzt müssen wir aufpassen. Gut gemacht, Tomjak. Ah, schlechter Ball. Wegkloppen. Ja, genau so. Das meine ich. Ja? Für den kloppt das Ding einfach weg. Erstmal weg. So, jetzt ist er auch erst schon aus. Ausrufezeichen Shop. So, jetzt kommt wieder Fortuna. Aber gebremst, weil die sich die Bälle dumm zuspielen. Immer in den Rücken. Flanke kommt an, aber raus aus dem 16er geflankt. Oh. Mann. Die nächste Saison, das ich dreh durch, sagt Easy. Ist noch was drin. Ja, das ist halt wieder, ne? Maximalausbeute. Der darf da durch und dann ist das Ding halt da drin. Was will ich machen? Somit hätte jetzt momentan, aktuell Stand jetzt, Easy 4 Punkte. Aber an der spielerischen Leistung, Gesamtleistung, ne, liegt's nicht. Wir machen das Spiel schon wieder. Nee, das ist der, kannst du nicht pfeife. Der verliert, der vergisst den Ball unterwegs. Und dann spürt er Poku im Rücken und lässt sich fallen oder was. Das ist dann eine Foul. Das muss wieder zum Männersport werden. Nichts gegen Frauenfußball, aber da geht's ja härter zu. Bei jeder Berührung, als wären wir schon beim Basketball. Selbst beim Basketball geht's halt dazu. Jetzt stellt Fortuna halt gut zu. Auch sehr hoch, noch nicht mal tief, dass wir unser Aufbauspiel wieder abbrechen müssen und wieder hinten rum spielen müssen. Luther hat jetzt den Ball wieder zum zweiten Mal. Ja, Frauen jammern nicht. Die stehen auf und spielen weiter. So sieht's nämlich aus. Und da kugeln die sich über den halben Platz. Wegen nix. Ja, Clement ist der Einzige, der sich bewegt, aber der wird halt auch die ganze Zeit verfolgt. Der Gegner weiß warum. Foul. Das muss er pfeifen. Da muss auch jetzt mal die gelbe Karte rausgeholt werden. Keine Karte. Okay. Okay.
Pilz an der Stelle. Okay, keine Karte. So, spielt jetzt Clement den Ball zu Opoku. Nein, er flanken rein. Schön! Ah! Schiri! Schiri! Der faustet dem den Kopf vom Hals! Was ist das für eine Scheiße? Ja, genau! Was ist der Schiri für eine Lachnummer? Der faustet dem die aus dem Gesicht. Was, Bruder? Aber spätestens dann kann man als Fortuna oder was weiß dann ich was, Schiri, kann man mir erzählen, dass der Schiri das nicht sieht und lässt das Spiel einfach weiterlaufen. Wie heißt es, wenn es um den Kopf geht und so weiter, wird ist das Spiel direkt abzubrechen? Wow, du hast dir dein Wasser noch gar nicht verdient. Warte, soll das jetzt ein Foul gewesen sein vom Zimmer? Dafür rot? Ja, Videobeweis, was wir dann jetzt gucken? Echt jetzt? Wenn er jetzt da wirklich auf letzter Mann plädiert und ihm die rote Karte gibt, dann frag ich mich, bei dem Foul an Durm, wo er hätte auch direkt gelb geben müssen, weil es nämlich auch mehr wie hart war, auch wenn es das erste Foul war. Achtung, jetzt läuft er hin. Jetzt macht er die gelbe Karte weg. Schwenkt um von gelb auf rot. Ich erspar's mir. Ich sag's jetzt nicht. Das vorher aber, dass man das Spiel zu unterbrechen hat, wenn es um eine Kopfverletzung geht. Egal wie, was, wo, wie fest, weil man es ja vorher nicht beurteilen kann. Am Kopf ist immer eine so eine Sache, ne? Wo man nicht mal fest. Das ist dann scheißegal. Da lacht er noch, der Schiri. Junge, Junge, Junge. Kommt, Jungs. Oh, Schad kommt. Sein letztes Spiel, ja. Schade für Opoku. Hätte ich nicht gemacht. Der Weißkopfball. Hätte ich nicht gemacht. Warum Opoku raus und dafür noch einen anderen Außenspieler? Hä? Das macht null Sinn. Das macht null Sinn. Macht null Sinn. Taktisch gesehen macht das null Sinn. Kommentator, du solltest dir auf dem Arbeitsamt einen neuen Job suchen. Taktisch gesehen macht das null Sinn. Macht null Sinn. Was ist das? Ja, sorry. Schuster, sorry. Ja, dann muss ich im Easy. Das macht null Sinn. Null. Sinnfreier geht's gar nicht. Clement Niehüß aus dem Zentrum irgendwie raus und... Ja, also das macht... Also Schad gegen Opoku macht null Sinn. Sorry, Alter. Muss ich nicht verstehen. Ich gönne jetzt natürlich dem Schad sein letztes Spiel. Aber die, also taktisch gesehen, macht es null Sinn. So, die 30. Minute läuft. Sieht für mich so auch aus, als wäre jetzt Redondo mehr auf die Außen und Beuth alleine vorne drin. Die können mich mal hin und rumheben. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Außerdem hat der Spieler ja auch noch ein Wort mitzureden, ne? Dankeschön. Oh, meine Nase juckt wieder. Also wenn meine Nase juckt, ist es nie was Gutes. Stark geholt den Ball von Schad. So, Beuth. Komm, legen raus. Kann nicht. Jetzt aber mal. Und dann noch Ball weggekickt. Gelb-Rot nochmal hinterher. Ruckzuck ist die Frestig. Hamburg? Den verstehe ich jetzt gerade nicht. Steh auf dem Schlauch. Schade. Kommt nicht an. Als hätte einer den Betzenberger Stecker gezogen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir den da wieder reinkriegen mit einem Mann weniger. Hat man nicht gesehen. Danke, Rishi. Ihr habt's voll drauf. Wo macht ihr euer nächstes Praktikum? Dönerbude, oder? So schlecht. Du hast nicht nur deine Spraydose, ne? Wenn es um Situation. Alter, das ist mehr wie gelb. Alter, jetzt war. Ich hab gedacht, Hanslik übertreibt es gerade ein bisschen mit dem Schreien. Aber der kriegt ja die vollen Stollen ab. Offene Sohle aufs Schieber. Ich frage mich, ob die überhaupt den noch wollen, weil irgendwie klang das für mich in der Pressekonferenz so, als wäre das Thema schon durch so. Und das fände ich halt schade, weil jetzt, wo er halt so langsam fit wird und warm wird, dann zu sagen, oh, nee, doch nicht, fände ich dann halt schon krass, ne? Ja, das glaube ich, dass er das sich vorstellen kann. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, der FCK, weil die Meldung, die man auch gelesen hat nach der Pressekonferenz, die klangen jetzt alle so, als wäre das alles schon durch, das Thema mit den Spielern, die genannt worden sind. Ah ja, jetzt habe ich auch den Faden wieder gefunden, weil die Bilder eingeblendet worden sind. Also auch selbst, wenn das Spiel hätte unterbrochen werden müssen und das auch nicht wirklich so letzter Mann war, weil Durm noch mit dabei war. Zimmer müsste eigentlich schlau genug sein. Er macht nicht viel. Ja, die Hand geht raus. Alles dumm und so. Aber er müsste eigentlich, müsste am besten wissen, das halt dann ganz sein zu lassen. Ich glaube, für sowas kriegt man nur ein Spiel. Regeln ändern sich ja aber auch ständig. So, Magdeburg führt 1-0. Sieht nicht gut aus für die Bielefelder. Seitenverlagerung von Düsseldorf ganz nach links. Ball kommt an. Tor. Nein, knapp vorbei. Zum Glück dreht sich der Ball gerade noch so weg vom Tor. Hat ein bisschen Drall gehabt. So, Beuth, komm, lauf an. Ja. Ja. Ah! Ball, ich weiß nicht, am Redondo knapp vorbeigerollt. Nur Beuth am Mittelkreisel. Alles andere ist hinten drin. Sieht aus wie ein bisschen wie bei. Ja, schön gemacht, Tomjak. Jetzt hättest du aber. Ja, den Scheiß hättest du lassen können. Ja, dumm. Einfach nur dumm, Tomjak. Da macht er alles richtig.
richtig. Und anstatt dann direkt, wo er hätte können, den Ball wegzuschlagen, irgendwo zu passen oder sonst was, macht er dann irgendwelche Fats und dann versucht dann Hackett Könsch aushole. Wenn ein Innenverteidiger versucht, Hackett-Trick 1, 2, 3 zu machen, als wenn man im Training so richtig dumm. Das kann ich ja gar nicht leiden. So, Beuth köpft das Ding raus und ihr rutschen jetzt mal alle raus dahin. Alle laufen kreuz und quer, anstatt die gerade Linie rauszuholen. Gut gestört, ja. Jetzt aber, ja, gut gemacht, Clement. Ja, genau, gut, Clement. So, und jetzt raus da hinten. Starkes Tempo, Bünning. Ja, gib doch mal die scheiß Gelb-Karte jetzt endlich. Ja, hat aber lang gedauert, weil er nichts kann. So, 3 Minuten noch offiziell in der ersten Halbzeit. Verunsichert, nahezu ängstlich in der Vorwärtsbewegung der erste FC Kaiserslautern. Was? Wo sind wir denn verängstigt? Was? Ey, schmeiß! Eigentlich müssen wir alle Kommentatoren rausschmeißen. Die sind eigentlich, ich kann, also momentan, also Uli Potowski habe ich leider schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, das ist der letzte Kommentator, wo ich sage, der hat noch Ahnung. Was labert der für eine Scheiße? Wo sind wir verängstigt? Wo sind wir verunsichert? Wir sind einer weniger, du. Wir haben weniger Optionen. Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Clowns. Das ist echt traurig. Als Informatikstudent beim VfL Bochum 2. Sowas wissen sie dann. 3 Minuten Nachspielzeit. Okay. Ah, schade. Oh, Clement hat ihn noch. Ja, muss er wieder pfeifen. Und jetzt wird's mal Zeit für die nächste Gelbe. So, jetzt wird's langsam eng. Machte Clement stark. Der wäre durch gewesen. So, Anschlusstreffer. Clement direkt, oder? Nee, geht gar nicht. Das ist ein Linksfuß. Er hat's trotzdem versucht. Ich fand die Idee gar nicht schlecht. Damit hat gar keiner gerechnet jetzt, ne? Eine Ewigkeit später. Ihr fangt mal an, da mal eure Meinung zur ersten Halbzeit loszuwerden. Und dann sehen wir uns gleich wieder in 2-3 Minuten. So, da bin ich wieder. Wart ihr auch noch schnell was zu trinken holen? Auf dem Klo. So, jetzt gucke ich mal, was ihr so geschrieben habt. Im Großen und Ganzen spielen wir nicht schlecht, das stimmt. Kann man dem Schiri auch mal auswechseln? Kann man den Schiri auch mal auswechseln? Das wäre doch mal ein Antrag wert an die DFL. Und dass wir in Unterzahl unentschieden spielen können und sogar gewinnen, wissen wir ja. Das mit dem Schiri wäre nicht schlecht. Geht auf meinen YouTube-Kanal, like das neue Video, wenn ihr es noch nicht tut, abonnieren, Glocke aktivieren und ja, lasst bei dem und bei dem letzten Video noch einen Kommentar da. Ist immer gut für den YouTube-Algorithmus. Das wäre super nett. Vielleicht jetzt Herrscher und Ritter einwechseln. Ja, bei Ritter weiß ich nicht so ganz, wie das so fitnesstechnisch ist. Da sehe ich jetzt auf den Positionen auch noch nicht so wirklich einen Handlungsbedarf, weil ich finde, Niehus hat jetzt in den letzten Spielen dann doch stark eine Schippe stark obendrauf gesetzt, geschippt. Ihr kennt meine Wortfindungsstörung, ne? Ihr wisst Bescheid. Und Clement wollte ich jetzt auch nicht rausnehmen. Ein Herrscher hat sich eher dafür empfohlen, nicht eingewechselt zu werden. Leider. Muss ich wirklich ganz fett dazu sagen, weil ich habe von Herrscher immer viel gehalten, aber das war mir dann zu kreisligamäßig. Schon allein diese Körpertäuschung, nach vorne zu gehen, um den Gegner in die Irre zu führen. Sorry, das funktioniert auf dem Hartplatz, aber nicht in der Z-Liga. Also das hat mich richtig sauer gemacht. Dankeschön. Anstatt dass er da hingeht und den Spieler entscheidend körperlich stört, macht er dann so einen Kreisliga-C-Scheiß-Dreck. Macht den hier. Als ob das ein Zweitliga-Profi interessiert, was der für eine Körpertäuschung macht. 5 Meter vom Ball weg. Also sorry, deshalb hat für mich Herrscher in dem Spiel nichts zu suchen. Wenn er eingewechselt wird und woran ich nicht glaube, überzeugt mich oder belehrt mich eines Besseren, umso besser, dann ist gut. Aber das hat mich kirre gemacht. Ja, also ihr könnt ja jetzt gerne eure Meinung zu dem Herrscher- und Ritter-Fall loswerden. Und ich gönne mir jetzt einen Schluck. Schuster soll mal Stavridis ein paar Minuten geben. Fände ich auch gut für ihn. Wenn Beuth raus muss, kommt wahrscheinlich eher Lobinger oder Depreville. Da wir ja letzte Woche Lobinger vermehrt auf dem Platz hatten und ich ja gesagt habe, dann gibt Depreville auf jeden Fall noch die Möglichkeit, da was zu reißen. Ist halt jetzt dumm mit der roten Karte. Die rote Karte hat alles kaputt gemacht. Leider. Den einen Wechsel mit Schad muss ich nicht verstehen. Vielleicht kommt ja Zuck. Wer weiß, was Schuster denkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt wechseln
machen könnte, sollte, muss man, weiß ich nicht. Weil die Jungs spielen, das ist ja das Dumme. Das ist wie mit dem KSC jetzt wieder letzte Woche. Ne? Es ist ein super Spiel von uns, im Anführungsstrichen. Die Ausgangssituation ist halt nur eine beschissene. Ein Mann weniger, Fortuna hat ein Tor mehr. Durch eine einzige Situation führt der Gegner wieder. Wir machen eigentlich die ganze Zeit das Spiel, selbst jetzt mit einem Mann weniger. Ganz, ganz dumme Situation für uns. Weiter geht's. Einwurf für Fortuna. Jetzt geht's darum, hoch zu stehen. Wir müssen jetzt was machen. Ob wir jetzt 2-0 verlieren oder 1-0, ist scheißegal. Dann lieber all in. Also wenn jemand verunsichert aussieht, dann eher Düsseldorf, Herr Kommentator, weil was war denn das gerade? So, jetzt haben wir den Ball wieder. Clement, stark gedreht. Gute Körpertäuschung von Nihus. Ah, bleibt ein paar. Gerade so. Ich wollte gerade durchdrehen. Wenn der Ball jetzt ausgerollt wäre, dann wäre ich durchgedreht. Ich dachte, das ist schon für uns ein Wurf. Verlierst bloß den Ball da hinten nicht. Guter flacher Ball nach vorne. Schön, ja, genau so. Ja, Redondo, komm, bleib dran. Stimmung im Chat. So, scharfe Flanke ins Nichts. Ja, also, ich mag Schad, aber Opoku wird mir jetzt auf dem Platz besser gefallen. Ist noch zu weit weg gerade. Fortuna steht ziemlich hoch. Jetzt eskaliert der Chat. Fehlt's außen. Redondo ist ins Zentrum gerückt. Schöne Verlagerung auf den Chart. Kriegt er den noch? Ja, dicker Safe. So, jetzt mal eine schöne Flanke. Nee, er versucht irgendwas Komisches. Im Zentrum fehlt's jetzt halt. Ne? So, jetzt Achtung, Konter. Aufpasse. Was willst du dann? Hopp, halt dein... Nase juckt heute. Hi Toppers, wie geht's dir? Wie geht's Frau und Kind? So, Beut knallt das Ding hinten raus. Dann haben wir Zeit, uns wieder zu ordnen. Frau hat Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Frau Toppers. Unterzahl zurück und dennoch. Konfetti! Yeah. Machen wir aus drei Ecken einen Elfer, oder wie? Ich will auch grillen. Abseits. Gut gemacht, Beut. Abzug, genau. Ja, Prallerschuss! Schieß doch direkt! Ah, mach das Ding rein! Meine Fresse! Warum will er den noch annehmen? Schieß doch direkt den zweiten Ball nehmen! Direkt, direkt, direkt! So, und jetzt hinten rausrücken, Clement. Mach Tempo. Schöne Verlagerung. Direkte Flanke. Oh! Ja, das sah gut aus. Ja, stark, Schad. Da ist der alte Schad wieder. Immer dazwischenfunken. Oh. Ja, 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 komm! Schade! Mach das Ding rein! Stark von Durm. Schade. Aber er hätte auch Beut, ne? Oh, ja. Er hätte Beut mitnehmen können. Und da stand Beut komplett frei. Schade. Trotz Unterzahl. Stark. Stark zum Fehlpass gezwungen. On fire. Wer ist nun nervös? So sieht's nämlich aus. Sieht man auch nicht oft, so einen schlampigen Clement-Pass. So, jetzt muss man wegkloppen. Aber kommt immer noch bei den Fortuna-Spieler an. Schiri steht leicht im Weg. Gut gemacht. Gut gemacht vom Böning. So, und jetzt ab dafür. Ab für A, ah, zu. Da hattest einmal aufdopsen. Schade. Da wurde der Ball auf einmal schnell. Einer muss angehen. Komm, einer muss angehen. Komm, Schad. Komm, Schad. Einer muss angehen. Einer muss angehen. Komm, Hanslik, mach mit. Genau. Oh, dumm, so weit weg. Oh, warum zieht er? Oh, sch. Oh Gott sei Dank. Beut kommt auch. Oh, sah schlimmer aus als es ist. Kiel 0-4. Krank. Stark, Redondo. Haben wir noch? Haben wir noch? Der Dops zurück. Ja, geil. Schad. Herzlichen Glückwunsch. Ah, gut. Oh, ganz stark. War das Nihus oder war das Hanslik? Zulinski kommt. Hanslik raus. Zulinski rein. Okay. Oh, Lobinger. Redondo ist runter. Aber finde ich gut, dass jetzt ein weiterer Stürmer mit dazugekommen ist. Stark, Zulinski. Es gibt immerhin Eckball. Ja, Beut macht die Kurve heiß. So, Eckball von Clement. Schöner Chipball. Kommt er an? Oh, der sah aus, als würde er sich im langen Eck versenken, der Ball. Ah, mach das Ding rein! War wirklich gut geköpft. Ja, nimm Zolli mit, genau. Eckball wieder. Komm. Komm, Stimmung im Chat. Jungs und Mädels. Neue Frisur, das heißt, da muss jetzt ein Tor her, oder?
Lubinger macht jetzt ein Tor. Ah, schade, er kommt nicht hin. Beugt nochmal. Boah, rutscht er weg. Wieder Eckball. Nochmal Eckball. Komm, weiter geht's. War gut von Schaden. Nur schade, dass er weggerutscht ist. So, Eckball von Clement. Ja! Ganz stark von Schad. Da ist er, der alte Schad. So wollen wir sehen. Hat er ganz stark gelöst. Das war ein klassischer Konter, was willst du machen? Ist halt echt schade, ne? Wenn man überlegt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht von uns war. Ja, Tom, also jetzt ist er. Also wenn wir jetzt dann 5-0 verlieren, also das kann natürlich auch unser Ziel sein, ne? Tomjak trabt nur hinterher, guckt zu. Was ist mit diesem Jungen? Er geht noch nicht mal mit Zug, mit Willen zurück, um seiner Mannschaft da hinten zu helfen. Macht den Fehler, verliert den Ball vorne und guckt dann nur noch zu. Das ist das, warum ich sonntags auf dem Platz mich aufrege und mich dann selbst auswechseln lasse, weil ich mit so Leuten kein Fußball spielen will. Das sehe ich jeden Sonntag bei uns, wo ich dann einen Brüller los, Stress mit meinem Coach bekommen, weil der das einfach nicht rafft. Und ich dann sage, wechsel mich aus, ich habe auf den Scheiß keinen Bock. Entweder geben wir alle Gas oder ich brauche den Scheiß nicht. Kann ich nicht leiden. Dem würde ich genau die Szene, die ich gerade gesehen habe, nochmal vorspielen und ihn fragen, hast du überhaupt Bock für uns zu kicken? Nimm einen Runner, Schuster, nimm einen Runner. Mir scheißegal. Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Dann soll Beutine neu, Stafridis vorne neu. Also ganz ehrlich, auf so einen Typ habe ich keinen Bock. Den habe ich jetzt gefressen. Tomjak habe ich jetzt gefressen. Stafridis kommt. Einmal Applaus bitte. Beut war Blatt, das war klar. Der ist da hinterher gehechelt. So, noch 10 Minuten plus Nachspielzeit. Ich bin gespannt. Eine Ewigkeit später. So, ein bisschen was über 5 Minuten noch offiziell. Nachgespielt, was wird denn? Trinkpause? 3 Minuten, vielleicht 4. 5 Minuten noch. Wäre ja schön, wenn zumindest noch ein Anschlusstreffer passieren würde. Was willst du machen? Also wenn es halt einfach nur so, wenn du das Spiel nicht gesehen hast und dann einfach nur siehst, der FCK hat 0-3 gegen Düsseldorf verloren, das ist halt einfach nur krank. Die Jungs versuchen irgendwas, die Luft ist raus, dadurch kommen halt Lücken, ne, wo Düsseldorf das jetzt halt bestraft, mit wenig Einsatz. Kannst jetzt niemanden einen Vorwurf machen. Ich muss auch noch sagen, zum Schluss hat nochmal Schad gezeigt, wer er ist. Eine Minute Nachspielzeit. Da muss auf jeden Fall defensiv, muss da mehr Stabilität rein. Man merkt, Winkler ist weg und die Stabilität der Abwehr ist nicht mehr da. Tomjak enttäuscht mich auf ganzer Linie. Die letzten Spiele, heute umso mehr. Läuft da irgendwie lustlos in der Gegend rum. So, es ist aus, vorbei. Ich finde, offensiv müssen wir gar nichts machen, großartig. Müssen wir nicht. Ich möchte, dass die Abwehr, die Defensive, lieber nochmal so ein Sechser, am besten noch 2 Innenverteidiger, dass wenn Kraus ausfällt und so, ne? Da, das sind die Probleme. Weil Tomjak hat Kraus 0 ersetzt. Bünning haben wir jetzt leider irgendwie nur die letzten 2-3 Spiele gesehen. Weiß ich nicht warum. Weil irgendjemand hat ja letzte Woche gesagt, an Verletzung hat es nicht gelegen. Woran hat es denn dann gelegen? Woran hat gelegen? Wo war der Mann die ganze Zeit? Weil der hat die letzten 2-3 Spiele, an dem hat es nicht gelegen. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat gelegen? So, das kann ich schon mal sagen. Jetzt aktualisieren wir aber mal unsere Tabelle. Und vorhin haben wir ja schon Wozniak feiern dürfen, weil der war unantastbar auf Platz 1. Können wir jetzt gerne nochmal gratulieren. Angie auf Platz 2 kann sich im Wert von 45 Euro was im Shop aussuchen. Und auf Platz 3, Dennis aka Omniscient, du bekommst ein halbes Jahr Sub von mir hier auf meinem Channel. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wunderfein. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und dann darf mir Wozniak persönlich sagen, welches
Das heißt, du darfst dir dann eins der offiziellen FCK-Trikots aussuchen. Angie, du suchst dir dann im Shop was raus. Und Dennis, du bekommst die nächsten 6 Monate das Abo auf Haus. Musst du noch nichts bezahlen für. Kannst du dir dann aussuchen, möchtest du das dann ab jetzt oder mit Start der neuen Saison? Leute, es war für mich eine Ehre, mit euch so eine Saison begleiten zu dürfen. Am Ende war es natürlich ein bisschen anstrengend, aber hey, was haben wir jetzt? 9. Platz. Wer hätte es gedacht? Geht mir gerade so irgendwo vorbei. Eine richtig geile Hinrunde gespielt. Dankeschön. Als rein in den Raid. Komm, rein in den Raid. Wir reden. Rein in den Raid. Erkan und Stefan. Ich danke euch für diesen schönen Moment mit euch geteilt zu haben. Das war wunderschön. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich wünsche euch noch wunderschöne Pfingsten. Wir sehen uns mit diesem Format im Juli wieder. Danke euch. Bis Montag in einer Woche, 20 Uhr. Liebe geht raus. Denkt an YouTube. Bye, bye. Kaiserslautern, der Fußballjubiläum. Kaiserslautern, der Fußballjubiläum. Kaiserslautern, der Fußballjubiläum. Kaiserslautern, der Fußballjubiläum. Kaiserslautern, der Fußballjubiläum.